Breisgau! Wir spielen gegen die Elf von Christian Streich. Oh Mann, Lewandowski mit einem Dreierpack im letzten Spiel. Mann, also im letzten Bundesligaspiel. Im letzten Spiel war Manchester United, war 0-0, aber naja, ne? Schwolloff im Tor. Nils Petersen, unser ehemaliger Stürmer von 2000. Wann war der bei den Bayern? Lass mich lügen, 2010. Naja, der davor. Ne, da haben wir 2011. Von 2000. Ne, 2011 kam er, genau. 2011 kam er, 2012 ist er dann gewechselt zu Bremen. Also, die war die Ausleihe. Naja. Ich habe jetzt gerade weggeguckt, deswegen habe ich gerade gar nicht mitbekommen, was hier auf dem Ding abgegangen ist. Ich habe nämlich gerade aus dem Fenster geguckt und überlegt. Los geht's! Im Breisgau gegen Freiburg. Ja, das hier ist praktisch noch so ein kleines Spielchen vor dem DFB-Pokal. Dann gegen die alte Dame. Ist das die alte Dame, Union Berlin? Oder war das die Hertha? Boah, ich hoffe, ich mache mir jetzt keine Feinde. Auf jeden Fall geht's gegen Union Berlin. Die spielen an der alten Försterei. So, das ist aber wahr. Costa. Erste Chance, erster Schuss. Vorbei. Da wäre Lewandowski auch frei gewesen. Aber ich bin halt auch mal ein Egoist. Ey, habt ihr das gerade da unten gesehen? Das sah nach Foul aus. Dem Schiedsrichter war es lupp-piep egal. Mitrovic. Deli. Schuster. Kübler. Was? Hufnagel. Torrejon. Und Fehler von Torrejon. Lewandowski und Torrejon hat ihn wieder. Fürs Erste. Alaba. Costa. Dieser Antritt ist fast nicht aufzuhalten. Costa! Und Schwolloff hat das Ding. Müller. Vidal. Ach, bleibt da hängen. Alaba, schön gemacht. Costa und dieser Antritt. Ich sage es immer wieder, dieser Antritt. Von dem kleinen Brasilianer. Ja, und da ist noch ein Freiburger vor dem Einschlag von Lewandowski. Da. Ecke von Bale. Da ist Schwolow. Und Petersen vor Alaba. Lahm. Alaba. Alaba. Alaba abgeblockt. Günther. Mitrovic, Günther. Gut vorbeigegangen an Bale, aber da ist Toni Kroos. Vidal. Alaba. Vidal, 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 Vidal! Abgeblockt. Und leichter Slapstick in der Abwehr. Benatia, kein Foul, weiter geht's. Bale. Na, das war schlecht, der Trick. Direkt in Petersen reingedreht. Günther. Und Seitenwechsel runter zu Kübler. Na, Costa, gut gemacht. Costa lupft, aber Schwolloff riecht den heißen, saftigen, gefüllten Braten. Kroos. Wieder Costa. Ah, Kübler schon wieder. Grifo geht da vorbei fürs Erste an Vidal. Der bleibt aber an ihm dran. Hier eine Schmeißfliege. Hufnagel. Und jetzt Kübler, der könnte flanken, tut dies auch. Aber da ist Benatia. Müller. Lewandowski, von dem heute nicht zu sehen, weil er auch gut gedeckt ist vorne. Schuster. Schuster. Ball rüber. Und er geht's aus.
Es läuft die 45. Vielleicht noch eine Chance. Ne. Sieht wohl nicht so aus. Ich spiele den Ball nochmal zurück zu Schwolow. Nochmal Günther und Halbzeit 0-0. Ein Erfolg für die Freiburger. Für uns eher nicht so. Wir wollen ja hier gewinnen. Deswegen bleibt noch ein Tick offensiver. Gübler. Ball versprungen. Lewandowski ist da. Schlechter Ball Richtung Müller. Freistoß für Freiburg. Alter, kann mein Handy mal die Fresse halten? Kurz ausgeführt. Zum Torwart. Und der nach oben. Torrejon. Ja, die Freiburger jetzt wieder hier hinten rum. Pedersen, Grifo, Abrasch und da haben wir das Ding. Boateng. Hoch. Alaba. Weiter zu Costa. Costa. Einwurf. Vidal. Kroos. Lewandowski wollte den zu Müller spielen, aber der Freiburger hat es geahnt. Ball bleibt bei uns. Vidal, Kroos. Jetzt ist es sehr eng. Ich habe keine Anspielstation. Vidal, Alaba. Flanke, abgeblockt. Schuss, was auch immer das war. Ball ist jetzt halbwegs irgendwie geklärt. Groß mit dem Schuss an die Fresse von Abrasch, Dings da. Jetzt dabei wieder beim Torwart. Oh, was war das denn? Oh mein Gott, Doppel-Mega-Fehler von Schwolow und wer nutzt es aus? Lewandowski in der Form seines Lebens. Was für ein mega Bock von Schwolow. Und zwar nicht nur der, sondern auch der. Was war das denn? Doppelter Doppelbock von Schwolow. Erst gedroppt. Also erst diesen Ball schlecht angenommen. Und dann das. Diese Parade. Naja, diese Parade. Beschert Lewandowski das Tor. Mal hier wieder. Zack. Nein! Was mach ich denn da? So, ein bisschen zurückschrauben. Oh, schön. Lahm. Weiter Ball nach vorne. Lewandowski. Wieder. Oh, schön gesehen. Müller. 2-0. Thomas Müller. Schönes Tor. Guter Pass von Arturo Vidal. Und Müller mit links. Easy vorbei an Schwolow. Da kann er jetzt wirklich nichts für das Gegentor. Da hat ihn eher seine Abwehr im Stich gelassen. Macht hier die Schere da, dieses typische Torwart-Dings. Wenn man das Schere nennt. Es sieht ein bisschen anders aus. Oh mein Gott, was war das denn? Da habe ich kurz wirklich weggeguckt. Ich habe einfach nur linker Stick rennen und nach rechts gedrückt, weil ich das irgendwie immer mache am Anfang. Oh, da hat er einen clever den Einwurf. Ganz das hier. Also ein ganz schöner Schlingel hier, der. Ist aber. Ja, Bale, ja, ist ein ganz schöner Schlingel. Und weil er so ein Schlingel ist, kriegt er dafür direkt die Quittung hier. Siehst du hier? Quittung, ha? Quittung, ha? Oh, oh Mann, was mache ich denn da? Den hätte ich doch so leicht reinmachen können und ich verspiele mir hier den Scheiß. Boateng. Lahm. Nein, Groß. Falsch gelaufen. Lahm, schlechter Pass. Das war ein schlechter Pass von Freiburger. Was? Hä? Ich hab nicht mal nach rechts gedrückt, ich hab mal links gedrückt.
Logik. Oh, Müller! Super gemacht! Das war nicht so gut. Aber Vidal. Costa! Schwoller fällt vom Tor. Das hätte fast sein erster Bock sein können. Ecke von Lahm. Lewandowski ganz frei! Was macht er denn da? Was macht er denn da? Nur noch schneller schießen. Mitrovic. Höfler. Groß. Weiter. Torreron. Weg damit. Alaba. Pedersen. Bale. Aus! 2-0 gewinnen wir hier in Freiburg durch die Tore von Lewandowski und Thomas Müller. Neuer, wieder mal ohne Gegentor. Und nur, wow. Boah, krasse Highlights. Boah, Hammer. Wahrscheinlich gab es einfach zu viele Highlights. Oder auch nicht. So, ich habe mal ein bisschen an der, da ich euch das schon mal zeige, an der deutschen Nationalmannschaft geschraubt. Und so sieht meine aktuelle Elf aus. Müller im Sturm, Özil offensiv, Reus links, Götze rechts, Can Rechtsverteidiger, Boateng und Mertesacker in der Innenverteidigung, Hector auf links und Schweinsteiger und Kroos bilden die Doppel-6. Das ist die deutsche Mannschaft. So werden wir antreten. Ich hasse mein Handy. Nicht, aber ein bisschen. Naja, und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es heißt DFB-Pokal gegen Union Berlin. Bis dahin, Schüssel Köpskel.